Was ist der Unterschied zwischen den Sozialdemokraten und den Kommunisten? Nun, es ist nicht das Ziel. Beide streben nach dem Gleichen. Sie wollen, so wie übrigens auch die Faschisten, sie wollen einen allmächtigen Bürokratenstaat, der alles in unserem Leben kontrolliert. Also sowohl die Wirtschaft, wenn wir so etwas kaufen oder etwas verkaufen wollen, brauchen wir dafür Genehmigung. Das wird alles reguliert. Und unser Privatleben. Wenn wir also essen, schlafen, atmen wollen, dann werden wir dafür auch Genehmigung von den Behörden, also von der Nomenklatura, benötigen. So ungefähr, wie es auch in der Sowjetunion gewesen ist. Der Unterschied zwischen den beiden besteht in den verwendeten Mitteln. Die Kommunisten benutzen eine blutige Revolution, um ihr Ziel zu erreichen, um die Menschen zu versklaven. Die Sozialdemokraten ziehen dafür demokratische Wahlen vor. Beide Ziele, beide Mittel führen zum Ziel. Ja, dass die Revolution funktioniert, hat vor 100 Jahren schon Wladimir Lenin bewiesen. Und dass die Demokratie auch zielführend ist, das sehen wir gerade in der EU.